Ja, einen wunderschönen guten Morgen, dir liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Heute geht es in den Paragraphen 141 und 42 um ja das flammende Plädoyer für den Eigenversuch, dass das also Ja, der genau. Arzt, der Homöopath, eben auch wirklich selber Arzneimittelprüfungen durchführen soll. Und da gucken wir uns mal an, was Hahnemann da alles so aufführt. Und ich will euch hoffentlich auch überzeugen, mal an Arzneimittelprüfung teilzunehmen, seien es nur Verreibungen. Auf jeden Fall einfach dort mit zu forschen. Bei uns gibt es ja immer noch die Möglichkeit, tatsächlich an dieser Anwendungsbeobachtung teilzunehmen. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal auf Invidia, vor allen Dingen evidian.de, wo viel dazu steht, oder meldet euch einfach bei mir. So, doch bleiben derjenigen Prüfungen der reinen Wirkung einfacher Arzneien in Veränderung des menschlichen Befindens und des künstlichen und der künstlichen Krankheitszustände und Symptome, welche sie im gesunden Menschen erzeugen können, welche der gesunde, vorurteilslose, gewissenhafte, feinfühlige Arzt an sich selbst mit aller ihn hier gelehrten Vorsicht und Behutsamkeit anstellt, die vorzüglichsten. Wunderbarer Schachtelsatz. Er weiß am gewissesten, was er an sich selbst wahrgenommen hat. Und natürlich muss er auch gesund sein. Ne? Ja. Also der macht das jetzt nicht grundsätzlich immer, sondern die ganzen Voraussetzungen gelten natürlich auch ansonsten. Ja. Auch haben diese Selbstversuche für ihn noch andere unersetzliche Vorteile. Zuerst wird ihm dadurch die große Wahrheit, dass das Arzneiliche aller Arzneien, worauf ihre Heilkraft beruht, in jenen von den selbst geprüften Arzneien erlittenen Befindensveränderungen und den an sich selbst mittels derselben erfahrenen Krankheitszuständen liege, zur unleugbaren Tatsache. Ferner wird er durch solche merkwürdigen Beobachtungen an sich selbst, also das sind Beobachtungen, die zu merken sind, die sind jetzt nicht Richtig. komisch oder sowas, sondern die Genau. muss man sich merken. Solche Ja. merkwürdigen Beobachtungen an sich selbst, teils zum Verständnis seiner eigenen Empfindung, seiner Denk- und Gemütsart, dem Grundwesen aller wahren Weisheit, teils aber, was keinem Arzte fehlen darf, zum Beobachter gebildet. Also Ja, es bildet ist also man sich auch. Training. Es ist Training, ja. Alle unsere Beobachtungen an anderen haben das Anziehende bei weitem nicht als die an uns selbst Angestellten. Immer muss der Beobachter anderer befürchten, der die Arzneiversuchende habe, was er sagt, nicht so deutlich gefühlt oder seine Gefühle nicht mit dem genau passenden Ausdruck angegeben und bezeichnet. Immer bleibt er im Zweifel, ob er nicht wenigstens zum Teil getäuscht werde. Dieses nie ganz hinwegzuräumende Hindernis der Wahrheitserkenntnis bei Erkundigung der von Arzneien bei anderen entstandenen künstlichen Krankheitssymptome fällt bei Selbstversuchen gänzlich weg. Bekommt halt einfach auch, man merkt einfach, ja, das passiert tatsächlich, da ist was. Und dann ja, wird einem das bewusst, dass das jetzt hier nicht irgendwelche Fantastereien sind. Der Selbstversucher weiß es selbst. Er weiß es gewiss, was er gefühlt hat. Und jeder solche Selbstversuch ist für ihn ein neuer Antrieb zur Erforschung der Kräfte mehrerer Arzneien. Und so übt er sich mehr und mehr in der für den Arzt so wichtigen Beobachtungskunst, wenn er sich selbst als das Gewissere ihn nicht täuschende zu beobachten fortfährt. Um desto eifriger wird er es tun, da ihn diese Selbstversuche die Kenntnis der zum Heilen meist noch mangelnden Werkzeuge nach ihrem wahren Werte und ihrer wahren Bedeutung versprechen und ihn nicht täuschen. Erwähne auch nicht, dass solche kleinen Erkrankungen beim Einnehmen prüfender Arzneien überhaupt seiner Gesundheit nachteilig wären. Die Erfahrung lehrt ihm im Gegenteile, dass der Organismus des Prüfenden, der durch mehrere Angriffe auf das gesunde Befinden nur desto geübter wird, in Be Zurücktreibung aller alles in seinem Körper feindlichen von der Außenwelt her und aller künstlichen, natürlichen, krankhaften Schädlichkeiten, auch abgehärteter gegen alles Nachteilige mittels zugemäßigter Selbstversuche mit Arzneien. Seine Gesundheit wird unveränderlicher, er wird robuster, wie alle Erfahrung lehrt. Also viele Punkte, man sollte das direkt mal auflisten. Ja, Ne, zuletzt stimmt. hat er eben gesagt,
Einerseits bekommt man dann eben auch dieses Vertrauen in die Prüfung, dass das nicht irgendwelche bleibenden Schäden macht, dass das also eben wirklich nur im Zusammenhang mit der Prüfung zu solchen Zeichen kommt. Und andererseits fördert es eben die Gesundheit, weil es den Körper auch trainiert. Ne? Also Ja. es ist wirklich viel, was er hier zusammenführt, was für die Arzneimittelprüfung spricht. Wobei man natürlich sagen muss, dass es durchaus auch, also ich kenne mindestens einen Homöopathen, der ein bestimmtes Arzneimittel wohl etwas übertrieben hat. Hering mit Lachesis, ne? Also wenn man halt eine Arznei immer wieder und immer wieder prüft, ja, dann kommt man halt dann doch irgendwann in die Übertreibung rein. Also dieses, Ja. es kann garantiert nicht schaden. Da gibt es schon Grenzen, aber Hahnemann ist wohl davon ausgegangen, dass man wirklich immer wieder andere Arzneien prüft. Und das ist natürlich etwas, was wirklich was anderes ist als immer wieder eine bestimmte Arznei. Genau. Na, also das ist jetzt natürlich vor allen Dingen in abgesetzten Zuständen. Also einerseits mit einer Prüfung bleibst du in einem Zustand, und wenn du jeden Tag die Arznei einnimmst, ist es letztendlich, man nennt, wie Turkas hat das als Prolonged Dose bezeichnet. Es ist eigentlich, als würdest du eine Gabe geben, wenn du eine Genau. Arznei im Prinzip im Rhythmus immer wieder gibst. Wenn ich aber jetzt Absätze dazwischen Zeit verstreichen lasse und das dann wieder prüfe und das dann wieder nochmal irgendwann später mache, dann kann es natürlich in dem Sinne, ja, also das können wir jetzt hier nicht wissen, ich kann ja keiner erforschen, wie das nun genau ist, aber meine Vermutung ist, dass dem Körper sozusagen so eine Art Stempel aufgedrückt wird. Und gut, bei einer Arzneimittelprüfung ist man eben auch im Kontakt mit den Prüfern, und wenn da irgendwas Bedrohliches ist, auch wenn Menschen eben extrem empfindlich sind und da einfach Beschwerden bekommen, die sie nicht bereit sind zu tragen, dann brechen sie einfach ab, ne? Also das ist völlig klar. Und nach dem Abbrechen ist das dann eben auch vorbei. Genau. Wir hatten hier auch noch den. Achso, du hast hier dabei Genau. dein. Ne, Ich habe ja. noch Paragraphen. Nö, ja gut. Also ich meine, das ist Haben wir eigentlich gesagt. relativ Ne? erklärlich, ne? Ja, genau. War Das kein. hatten wir ja gerade zusammengefasst. Dann haben wir noch Richtig. Paragraph 142. Wie man aber selbst in Krankheiten, besonders in den chronischen, sich meist gleichbleibende unter den Beschwerden der ursprünglichen Krankheit eigene Symptome, Einige Symptome. einige Symptome der zum Heilen angewendeten einfachen Arznei ausfinden könne, ist ein Gegenstand höherer Beurteilungskunst und bloß Meistern in der Beobachtung zu überlassen. Die in der ganzen, also diese einigen Ja. Symptome, die in der ganzen Krankheit etwa vor langer Zeit oder nie bemerken oder nie bemerkten, folglich neuen der Arznei angehörigen Symptome. Da wird die Claudia gleich noch mal ein bisschen was dazu erklären, was hiermit gemeint ist. Ja, also ich meine, es ist in diesem Falle so, dass er sagt, wir haben ja eigentlich die Anforderungen an unsere Prüflinge für Arzneimittelprüfungen, ja, dass sie gesund sein sollten. Wenn aber jetzt derjenige, der eine Arznei einnimmt, eben krank ist, ja, und jetzt der Behandler, ja, der ihm diese Arznei gegeben hat, jetzt irgendwelche Symptome wahrnimmt, da ist dann die Frage, sind das jetzt Symptome von der Krankheit des Patienten oder sind das die Symptome, die eventuell zu dem Arzneimittel dazugehören, die wir eventuell in unsere Sammlung von dem Arzneimittel aufschreiben sollten, ja? Das zu beurteilen, ja, was davon wert ist, ist tatsächlich zu notieren. Das sollte ein ganz erfahrener Therapeut machen, jemand, der eben schon solche Erfahrungen häufiger gemacht hat und nur der kann das tatsächlich beurteilen. Ja, das ist einfach in dem Zusammenhang das Wesentliche. Man sollte eigentlich eben gesunde Prüflinge nehmen. Absolut. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Irgendwie Jo. hat ja jeder doch immer irgendwas. Aber wir sind hier auch weiterhin noch ein bisschen in der Arzneimittelprüfung. Wir werden damit dann also nächste Woche weitermachen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Claudia, und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.